Die Aston Doha liegt im Medienhafen vor Anker. Der Privatjet ist gelandet. Die Maybach-Kolonne hier in Düsseldorf unter Bilk angerollt. Es war schwer, Parkplätze zu finden. Wir haben es trotzdem geschafft. Jetzt sind die beiden hier. Die Fibonacci-Brühe ist gerade frisch auf Platz 2 gechartet mit Dino und Young, dem dritten Teil ihrer Mixtape-Trilogie. Warum genau das eine Trilogie ist, werden wir auch gleich noch erfahren. Young Kaffa Küche Gefendi, was geht, Jungs? Hi Was geht, Clark, Klaas? was geht, Was geht bei Bro? Alles dir, gut? Bro? Ja, alles gut. Korrekt. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass ich das Interview mit euch machen kann. Und dass wir jetzt gleich mal ein bisschen zurück auch in eure Historie gehen, weil ja, es gab jetzt zwei, drei Interviews mit euch. Einmal beim Wetter, bei ein Video-Interview mit Jan Wehn und eins mit dem guten Aria. Genau. Da wurde noch nicht alles aufgerollt, so ich würde gerne noch mal ein bisschen halt wirklich gucken, wie ist das alles am Anfang entstanden, wie sind die Charaktere entstanden und so. Ja, aber erstmal, wie klassische Interview-Einstiegsfrage, so wie fühlt ihr euch gerade, Platz 2 gechartet? Ist das, bedeutet euch das was? Safe, Bro. Also ist auf jeden Fall eine schöne Sache für uns. Wir zielen da eigentlich normalerweise, also was heißt normalerweise so? Wir zielen da jetzt nicht in erster Linie darauf ab, wie die Chartplatzierung läuft, aber dafür, dass wir konsequent unseren eigenen Weg gehen, ist es für uns natürlich schon bedeutender vielleicht als für jemanden, der sich, sagen wir mal, dafür verstellen würde, so eine Chartplatzierung zu erreichen, Ja, bedeutet safe. uns dementsprechend nochmal Ja. vielleicht ein Stückchen mehr, weil es kompromisslos trotzdem durch unseren Weg so weit gekommen ist. Ja, Am Ende safe. ist es auch die Bestätigung, weißt du, es ist die Bestätigung für den Weg. Und wie Fendi Uno auch schon sagt, unser Weg ist kein normaler Weg, es ist nicht der Standardweg, den Deutschrap geht so. Wir haben Hindernisse auch so ins Auge genommen und müssen auch irgendwo dagegen ankämpfen, dadurch, dass wir gefühlt neuartige Musik machen. Und deshalb ist es umso cooler, finde ich, so, auch wenn uns das jetzt persönlich nicht viel bedeutet, aber für die Menschen, für die es so einiges bedeutet, damit die da auch nochmal sehen, wo Carofendo am Ende stehen. Sind am Start. Safe. Ja, und wenn nicht zufällig noch Alex am gleichen Wochenende Release hätte, dann wäre es ja vielleicht sogar Platz 1 geworden. Also Aber ziemlich sicher wäre es dann viel Platz 1 lieber an geworden. den Pro. Wir feiern auch Alex sehr und deshalb Glückwunsch an ihn. Platz 2 passt auch. Ja, Mann. Und parallel dazu nochmal Deutschrap auf Platz 1 in Single Charts auch noch. Safe, safe. Ja, es läuft. Ja, ich würde gerne zuerst über Yin und Yang mit euch sprechen. Nämlich, was ich auf jeden Fall interessant finde, weil ihr habt ja ein sehr kohärentes, also es hängt alles sehr zusammen, seit dem ersten Release eigentlich, also seit, ich spreche jetzt von U-Boot, aber die Musik ist auch schon seit Helmut sehr konsequent so, aber das Ganze, das Bild, die Charaktere und so, das ist ja seit U-Boot sehr, sehr kohärent einfach und ich würde gern wissen, wer, beziehungsweise auch für die Leute, die zuschauen, wer alles noch zu dem Team gehört, was das möglich macht, was dann am Ende auf dem Album landet und was man in den Videos sieht. Safe, Bro. Ja, man, Bro, sehr gerne. Genau, wie du schon wahrscheinlich richtig festgestellt hast, die Erscheinungsformen und die Ausdrucksformen, die wir so am Start haben, die können wir nicht in Eigenarbeit auf die Beine stellen. Dementsprechend haben wir das Label AO von unseren Bros Gian und Sohail. Mit fleißiger Unterstützung von Piera, ich bleibe jetzt mal einfach bei Vornamen. Ne? Ja. Dann haben wir die Illustratoren, da sind auch drei, vier an der Zahl: Scooby, Sick Boy Jona, Juppie Jupsen. Dann arbeiten wir auch noch mit 3D-Künstlern zusammen, die sind jetzt aber nicht fest irgendwie im Team verankert oder so. Beim Live-Konzert, also beim Live-Konzert, was bei Red Bull lief, war auch Anthony Todisco dabei. Genau, Safe. Marc Genau, auch, genau Marc und sein Anthony Bruder auch. Todisco. Genau, dann haben wir natürlich alle möglichen Produzenten. Gibt es auch Leute, mit denen wir mehr arbeiten, Leute, mit denen wir weniger arbeiten. Das ist auch eher so eine Philipp bunte, Classic zum Beispiel. genau, Phil Classic auch absolute Legende auf jeden Fall. Der ist sehr oft vertreten auf Yin und Yang, junger Typ. Der war zum ersten Mal, glaube ich, bei Dickicht dabei, ne? Ich glaube, Safe, auf U-Boot safe. war er noch nicht am Genau, Start. genau. Ich glaube, von den Produzenten, die auf U-Boot mit am Start waren, ist jetzt auf dem neuen nur Samstag nichts los noch am Start. Safe, das sind unsere Pros auch schon seit Tag 1 so. Wir kennen die auch schon sehr, sehr lange. Deshalb, wir sind sehr nah mit den Jungs und deshalb ist es auch fast schon logisch für uns, dass die Jungs auf jedem Tape mit dabei sind und ihren
Stempel mit aufdrücken. Genau. Ja, und was den Sound angeht, wirken wir mit beim Vocal Mix und dann haben wir Karu und I'm High, I'm Sorry, die machen den Mix und Vederick, der macht das Master. Und Major T? Genau, Major T ist I'm High, I'm Sorry. Er ist in Doppelidentität unterwegs als Produzent und genau für die Mix-Sachen so. Ja, man, genau, Bro. Ja, ist wahrscheinlich für die meisten Leute kein spannendes Thema, aber die sind sehr wichtig und elementar für unsere. Ja, klar, also ich glaube. Das, was wir machen, deswegen. Ihr habt ja viele, die Janos sind ja auf jeden Fall krasse Fans, so weißt du. Ihr habt ja eine Fangemeinde, die das unnormal fühlt, was ihr macht. So, ich meine, ihr sagt ja auch häufig, also wenn ihr in Interviews sitzt, dass ihr Emotionen transportieren wollt, weniger als, dass der Fokus jetzt auf den Texten liegt oder so, ja. Sondern dass man spürt einfach, ne? Also man hört so einen Song wie, was weiß ich, Lawine. Irgendeinen Song von euch und man kriegt einfach irgendwie ein Gefühl. Ja. So. Ich finde, das Wort gab es wahrscheinlich vorher nicht, aber für mich hat so eine Zukunftsnostalgie. Das ist so, das klingt futuristisch, aber trotzdem irgendwie nostalgisch. Ich weiß nicht, ist das so ein Spirit, den ihr da auch selber drin seht oder ist das jetzt überinterpretiert? Safe. Also wir sehen das, glaube ich, auch so. Also die Nostalgie, die in der Musik steckt, die ist vorhanden. Die wird halt kreiert durch die besondere Atmosphäre, die wir schaffen, die wir vor allem auch schaffen durch unsere Herangehensweise. Wir rennen keine Perfektion hinterher oder so, sondern wir machen intuitive Musik. Wir machen Musik aus Situationen heraus, aus Gefühlen heraus, die halt dann auch langfristig für diese zeitlose Nostalgie, sage ich mal, auch zuständig sind. Ja, safe. Ja, Bro. Genau, wahrscheinlich hast du auch mal die Kommentar-Section zu Rate gezogen. Ja, Mann. Und ja, genau, da findet man auf jeden Fall öfter solche Kommentare nach dem Motto, weckt Erinnerungen, von denen ich noch nicht wusste, dass ich sie hatte, so nach dem Motto. Das ist ein geiles Lob, oder? Also wenn genau, sowas das liest. Auf jeden Fall, Bro, sehr, sehr schönes Lob. Und ob wir das so unterschreiben würden, also wir würden das auf jeden Fall so unterschreiben und das können wir den Rezipienten ja auch quasi gar nicht absprechen, wie sie die Musik erfahren oder was sie da rausziehen. So, das können wir ja gar nicht in Abrede stellen. Aber wir machen Musik jetzt trotzdem nicht mit der Intention, weißt du? Also es ist schon ein sehr, wie sagt man, kein Instinkt über Kalkulation. Genau. Safe. Genau, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber instinktiv. Das ist nichts Berechnetes oder so. Das war eine Line letztens, ich weiß nicht, ob ihr die Argonautics auf dem Schirm habt, das ist so Untergrund Battle-Rap-Duo aus Berlin. Mhm. Und da war halt eine Line, irgendwas von wegen, dass gut trainierter Instinkt viel besser ist als eine gut berechnete Kalkulation oder so. Und ich finde, das fasst eigentlich ganz geil zusammen. So, was Kunst dann geil macht, weißt du? Also ich meine, du kannst natürlich so Formeln anwenden, du weißt, okay, das und das funktioniert, der Song hat gut funktioniert, okay, lass versuchen, den nochmal neu aufzulegen. Ja. Aber wenn man da so ein echtes Gefühl einfach, so, ihr geht mit Gefühlen daran und bringt das auch rüber, wenn man das schafft, dann ist es irgendwie langlebiger, dann ist es wirklich so Kunst. Vielleicht. Safe, weil es auch im Endeffekt keinem Trend hinterher rennt oder so, weißt du? Also wir machen intuitiv da das, worauf wir Bock haben. Und also das ist eigentlich schon alles, worauf es da am Ende ankommt. Und wir glauben, dass das so beim Hörer halt im Endeffekt auch ankommt, weißt du? Dass es da nicht darum geht, die Melodie könnte noch catchier sein oder die Formulierung könnte noch krasser sein oder der das könnte man noch mehr on point machen und der Flow war nicht komplett auf dem Takt, so das ist uns komplett scheißegal. So ich glaube, bei catchy Melodien ist nicht mehr so viel Luft nach oben, so, da sei das schon echt... Genau, aber Kafferbay macht die halt einfach trotzdem aus dem Bauch, weißt du. Na, Max, muss man im Talk sagen. Ja, andere Leute haben da 10 Leute dafür sitzen, weißt du. Da habe ich mich auch gefragt, also das ist irgendwie auch so eine blöde Frage, aber habt ihr irgendwie irgendeine Technik, irgendwie, wie kommt man darauf, dass man... Wie schafft ihr das? Auf einem 18-Track-Album, dass jedes Ding eigentlich ein Ohrwurm wird. Also das muss man ja auch anerkennen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass man kann es auch in Kommentaren lesen, eure Musik ist halt nicht für jeden was. Ja. Aber so, wenn man das hört und man hört es 2-3 Mal, dann bleibt eigentlich jeder Song im Ohr. So, gibt es da irgendeinen Trick oder so? Also okay, wäre natürlich jetzt auch blöd, vielleicht den zu verraten, so, dann machen alle so, aber ja, wie läuft das bei euch? Ja, aber einen Trick gibt es da, glaube ich, im Allgemeinen nicht. Also da gibt es nicht so das Patentrezept für.
Ist es die Herangehensweise? Möglicherweise ist es die Herangehensweise. Ich weiß jetzt auch nicht, wie andere ihre Musik machen. Aber wir machen sie so, dass wir wirklich, also so wie eben auch schon beschrieben, aus den Situationen heraus machen, mit Emotionen auch. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da sitzen und jetzt versuchen, die beste Topline zu finden, die beste Melodie zu finden, welche Melodie hat schon mal funktioniert, welche Oktaven sind cool oder so, sondern die Emotionen. Und solange die Emotionen echt sind, bin ich auch davon überzeugt, dass die Musik auch echt ist und die Melodie, sagen wir es mal, catchy ist. Weil selbst unsere Melodien, würde ich jetzt sagen, die funktionieren nicht nach einem gewissen Muster, sondern das sind Melodien, die in Situationen entstehen und die wie auf dem Beat zugeschnitten sind, gefühlt auch, weil sie halt im Einklang auch mit den Instrumentalen entstehen. Genau. Schneidet ihr die zusammen? Also seid ihr zu zweit da, hört euch ein Beat an und dann kommt die Melodie oder manchmal auch alleine? Sowohl als auch. Manchmal. Wir sind ja auch räumlich getrennt, das dürften die meisten inzwischen wissen. Deshalb, also wir treffen uns sehr gerne zum Mucke machen und da entstehen auch echt sehr wilde Sachen zusammen. Ja, und auch viel Wilderes, was die Leute noch gar nicht zu hören bekommen. Safe. Ja. Und, aber man hat auch die einzelnen Dinger, klar. Fendi Uno sitzt manchmal in seinem Bando und ruft mich kurz an und sagt, schau mal, was ich hier habe. Genau. Dadurch, dass wir ja auch räumlich getrennt sind, ist halt wichtig, dass du intuitiv und situativ halt immer machen kannst, worauf du Bock hast, machen aber wahrscheinlich auch die meisten Künstler so. Ja. Und zu den Melodien nochmal kurz meinerseits, da würden dir viele Leute aber auch widersprechen, so, weißt du, für die Leute, die damit was anfangen können, die... Ja, man muss sich halt drauf einlassen, ne? Also, ja, die Leute wollen sich aber auf nichts mehr einlassen. Ja, also, viele schon. Großteil. Ich meine, man sieht ja bei euch so, jetzt gerade steigen die Zahlen bei Spotify, ich habe gestern geguckt, da waren es glaube ich 811.000, heute waren es wieder mehr, so, also ja, Platz 2, also der Erfolg gibt euch recht, wie man so schön sagt. Ja. Safe, aber es ist eine Entwicklung und im Endeffekt, ich glaube so, der Wechsel bei der Mainstream-Hörerschaft hin zu tiefgründiger Musik, die hat noch nicht stattgefunden. Glaubst du, das passiert irgendwann im Mainstream? Also das glaube schon, ich denke schon. Also ich kriege das ja auch mit, so vom Feedback von anderen Menschen und auch durch mein Hörverhalten so. Ich finde, es hat sich schon drastisch verändert in den letzten Jahren und was natürlich auch viele so bemängeln, aber es hat nun mal Real Talk an Qualität einfach verloren. Und zumindest an musikalischer und an künstlerischer Qualität. Das sind andere Sachen, die heutzutage die oftmals im Vordergrund Qualität stehen. Das Technische, das alles drumherum, weißt du, so gerne wird auch mal mit guten Videos, wird mal über das Musikalische hinausgeblendet und so Sachen. Das brauchen wir halt nicht, also wir funktionieren fast ausschließlich über die Musik. So. Ja, und auch nochmal kurz wegen den Melodien. Sorry, falls wir uns im Kreis drehen. Hau raus, Bruder. Ich glaube, dass für die Leute, denen das gefällt, die da den Zugang dazu haben oder beziehungsweise die dem Ganzen auch die Chance gegeben haben, da einen Zugang zu finden, was so ein bisschen der Key an der Sache vielleicht auch unter Umständen ist, dass wir keine Melodien recyceln einfach, weißt du? Also es gibt auch Künstler, die haben krasse Melodien, aber ich höre trotzdem nur zwei gleiche Melodien bei denen, weißt du? Ja, Ich meine, ich höre ja sehr viel Deutschrap, so jeden Freitag hören wir uns einmal durch die Deutschrap Brand Neu Playlist und so. Okay. Und da tauchen, also da hat man schon das Gefühl, dass so ein paar Sachen immer wieder auftauchen. Weißt du, wenn die Leute dann vielleicht auch unterschiedliche Leute, die gleichen Songwriter haben oder so, dann man kann es schon merken oder man hat zumindest das Gefühl, dass man es merkt irgendwann. Safe. Eben, aber das ist ja auch kein Grund zu fronten oder so, weißt du, die Leute wollen Anerkennung, die Leute wollen Geld verdienen und das sollen die auch gerne machen. Und wenn es einen Hit gibt, der funktioniert und du kannst 3 Jahre lang von demselben Hit alle 2 Monate eine neue Version rausbringen, dann gönn dir so, weißt du, wir wollen das auch gar nicht fronten oder so, aber wir wollen schon an der Stelle auch für uns in Anspruch nehmen, dass wir das Real Talk nicht so machen. Ja. Und das ist halt auch nicht unser Anspruch am Ende, weißt du. Die Frage ist auch, wie fährst du Kunst an, wie gehst du Kunst an? Willst du es perfekt machen, willst du es Mainstream-kompatibel machen oder willst du eine gewisse Tiefgründigkeit schaffen, ein gewisses Tor für die Menschen öffnen, wo die selbst entscheiden, ob sie durchtreten und die Kunst quasi auf sich berieseln lassen oder ob sie
die Tür gar nicht nehmen und den einfachen Weg gehen und nach dem herkömmlichen Shit, sage ich mal, suchten. Ja. Ja, gerade auch schon, wir haben die Entwicklung angesprochen. Fibonacci, ich weiß nicht, ob ihr es euch so gedacht habt, ne, aber ich kannte den Begriff vorher nicht. Ich wusste nicht, dass es so eine Zahlenfolge ist. Keine Ahnung, haben wahrscheinlich manche Leute schon mal in Mathe irgendwann gehört. Ja. Jetzt habe ich es mir aber jetzt in den letzten Tagen, ist mir immer häufiger durch den Kopf gegangen und ich habe mir gedacht, okay, das basiert ja so ein bisschen auf natürlichen Sachen. Ne? Also natürliches Wachstum einer Kaninchenpopulation ist da, glaube ich, so das typische Beispiel. Hattet ihr das im Hinterkopf, dass eure Entwicklung quasi so wie diese Fibonacci-Zahlen sich entwickelt? Oder ist das mehr oder weniger, wir stapeln Cash und das wird immer mehr? Ja, Bro, lass mich mal kurz überlegen. Also ich habe die Frage ist auf jeden Fall korrekt, Bro. Nur die Frage stellt sich halt immer, inwieweit will man Kunst erklären? Genau, inwieweit will man das erklären, ganz genau. Also ich habe die Hook gemacht und ohne da jetzt den Wikipedia-Artikel zu irgendwelchen Fibonacci-Folgen abspulen zu können, aber Fibonacci ist von unserem Gesamt, das greifen wir auch immer wieder auf, auch Natur und Mensch und der Bezug Natur und Mensch, weißt du, und der goldene Schnitt und was auch so enger damit verwandt ist so und genau, einfach so ein, Harmonietenor, würde ich jetzt mal sagen. Aber das zeigt, also deine Frage zeigt ja auch schon, dass es da ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Ansätze gibt, an diesen Begriff oder einen Titel oder einen Song ranzugehen. Mhm. Und was ja auch immer ganz geil ist. Safe, also das ist der Anspruch, wie gesagt, weißt du, genau das ist unser Anspruch, nicht, dass wir jetzt die Lines kicken und den Leuten vorgeben, was sie zu denken haben oder worüber sie zu lachen haben oder so, sondern dass wir Reize schaffen, ganz unabhängig davon, was wir uns in dem Moment dabei gedacht haben, die aber eine Wirkung auf den Hörer hinterlassen einfach, weißt du, und was der Einzelne sich dabei denkt, so, das sei ihm überlassen. Ja, das macht, glaube ich, auch gut Kunst aus, dass man unterschiedliche Sachen draus ziehen kann. Weißt du, die wirkt auf jeden anders. Hey. Ja, lass mal ein bisschen weg von diesem etwas sperrigen Kunstbegriff vielleicht. Was ich mich rein praktisch gefragt habe, wie routiniert seid ihr mittlerweile da drin, die Kopfstimme so zu benutzen? War das, weil ich stell's mir schwierig vor, wenn ich habe gerade im Auto ein bisschen versucht mitzusingen, so, das werde ich auch außerhalb des Autos nicht tun. Trau dich ruhig, Bro. Ey, das macht meinen Körper einfach nicht mit. Die Stimme muss nur warm werden. Ja. Habt ihr da lange für geübt? Wie lief das am Anfang, als ihr Helmut und Diamonds aufgenommen habt? Und wie sehr hat sich das jetzt bei Yin und Yang vielleicht schon davon unterschieden? Also wie sehr kriegt man Übung da drin, so zu singen? Ja, vielleicht kurz zur Erklärung, wie du schon richtig sagst, nennt sich Kopfstimme, was wir benutzen. Also es ist weder gepitcht, noch ist es, wie viel Autotune wollt ihr haben? Ja, so, da ist nicht so viel Autotune drauf, wie man denkt. Und da ist auch kein Pitch drauf. Also da ist 0,0 Pitch drauf. Das ist 0,0 Pitch drauf. Das ist echt kein Pitch drauf. Genau, da ist kein Pitch drauf. Genau, wir singen das so ein. Und ja, nee, das fällt uns gar nicht schwer, Bro. Also so viel können wir dazu gar nicht sagen. Das fällt uns gar nicht schwer. Das kommt wie aus dem Ärmel auch am Anfang geschüttelt. Auch am Anfang, würde ich sagen. Also wie gesagt, so am Anfang haben wir auch schon, also Diamonds ist ja beispielsweise aus der Anfangszeit. Und da ist die hohe Stimme ja auch schon on point. Und Diamonds war ein One-Take, weißt du? Also da wurde nicht viel rumgemacht. So. Und deshalb, aber man wird routinierter auf jeden Fall. Man weiß auf jeden Fall besser, seine Stimme einzusetzen. Und man lernt halt einfach auch Sachen über die Stimme, wann sie besser ist, in welchen Momenten sie schlechter ist, wann man lieber nicht singen sollte und wann man lieber aufnehmen sollte. Klar, die funktioniert nicht immer 100% on point so. Mhm. Aber genau, man kann die Stimme trotzdem füttern. Genau, aber wir hatten schon auf jeden Fall auch roughe Sessions mit Ingwer und Zitronentee auf jeden Fall. So ist es nicht, wenn wir krank waren oder so und halt Bock hatten, Mucke zu machen. Safe.
Je nachdem, wie strapaziert die Stimme ist. Klar, die Kitsch war eine ganze Ingwer-Zitronen-Party, das Album. Genau. Glaubt ihr denn, es wäre eine Tour irgendwie in irgendeiner Form irgendwann mal möglich? Weil das geht ja dann wahrscheinlich auch erstens auf die Stimme und zweitens ist natürlich die Umsetzung, ne? mit den Gesichtern und dass es alles in eurer Ästhetik drin bleibt. Ja, habt ihr da euch schon Gedanken, natürlich werdet ihr euch Gedanken gemacht haben, gibt es da schon ein Ergebnis dieser Gedanken? Ein verkündbares Ergebnis gibt es auf jeden Fall nicht, aber wir machen uns sehr viele Gedanken darüber, wie wir das für uns gerne umsetzen wollten. Und klar ist es ein bisschen aufwendiger als, wie du halt schon richtig sagst, so, weil einfach die auf die Bühne stellen, rappen. Genau, weil die Gesamtästhetik, dadurch, dass wir auch selber nicht im Mittelpunkt stehen und das ist ja auch Teil unserer persönlichen Philosophie ist, selber nicht im Mittelpunkt stehen zu wollen, musst du natürlich auch, damit es Spaß macht und du dieses selbe Hörerlebnis auch live haben kannst, wie wenn du es dir zu Hause allein auf Kopfhörern anhörst, bieten zu können, musst du dir schon einiges einfallen lassen. Weißt du, wenn es nur um die Person geht, wenn es einen Personenkult gibt um einen Rapper und die Kids sehen ihn auf der Bühne und schreien dann und der muss nur Adlibs mitrappen, so, das ist halt eine andere Thematik, weißt du? No front, aber genau deswegen, wir müssen uns da einiges überlegen, da sind wir aber auch dabei und wir haben natürlich auch Safebox, sehr klar, wir machen Musik für eine heißgeliebte Hörerschaft, die damit sehr viel mehr anfangen kann in ihrem persönlichen Leben, was den Kern betrifft zumindest, als für den normalen Rap-Hörer. Genau, als für viele andere Rap-Hörer, die so ihre Favorites haben, den sie am coolsten finden, der am coolsten aussieht, der den coolsten Wagen hat. So, wir haben da eine andere Hörerschaft und denen wollen wir dementsprechend auch was Besonderes bieten, was dem nicht, was dem auch gerecht wird, was sie erwarten würden, damit sie die Musik auch live so fühlen können wie auf Kopfhörern. Ja, das ist auch schwierig, kann ich mir vorstellen. Genau, aber da kommt auf jeden Fall was, Bro. Safe. Nice. Ich glaube auch fest dran, ehrlich gesagt, dass er live, dass es nochmal ein ganz anderes Level annehmen wird. Ja, voll. Also das Ding ist, man kann sich halt echt, also ich kann mir jetzt schwer so ein Kaffer und Effendi-Konzert direkt, also ich kann mir vorstellen, dass es geil wird, aber ich kann mir nicht bildlich vorstellen, wie es aussieht. Ja, bildlich. Und wie es klingt, weil wenn die Leute auch mitsingen und die versuchen auch alle die Stimme auszupacken, ich glaube, es gibt schon ein paar geile Momente. So. Ja, das muss man schauen. Also wegen der Umsetzung muss man schauen, aber alleine diese Emotionen, die Menschen jetzt schon beim Alleinehören so im Zimmer beispielsweise haben, dieser atmosphärische Sound, der geschaffen wird. Stell dir das mal vor, in einem Raum mit tausenden Menschen so und alle spüren gleichzeitig dieselben Emotionen. Ich stelle mir das sehr verrückt vor. Ich stelle mir das auch auf der Bühne sehr verrückt vor für uns. Aber es ist eine sehr schöne Sache, auf die wir auch im Kopf zumindest auch hinarbeiten und uns Gedanken drum machen, um das halt in der notwendigen Perfektion quasi so auch anbieten zu können. Ja, ich glaube, das ist schon mal eine Neuigkeit, über die sich einige Leute freuen würden. Die eine Frage, die ich noch hatte, die ist jetzt vielleicht dadurch schon ein bisschen geklärt, dass ihr gerade meintet, ihr müsst da gar nicht mehr so viel im Nachhinein an den Stimmen machen. Aber bevor dann das Autotune draufkommt, was draufkommt und der Hall und so weiter, klingen die Songs auch da schon geil? Sowieso, Bro, ein bisschen respektlos, dass du das in Frage stellst. Aber ist so, ist wirklich so. Das ist jetzt auch kein Shit-Talk oder so. Ich habe auch schon einige Male so Diamonds mal komplett ohne Effekte gehört und so. Safe. Also wir catchy. Arbeiten natürlich mit einer Effekt-Chain, mit einem Preset, wie jeder andere. Auch der effektierte Stimmen benutzt. Im Übrigen, jeder Beat ist effektiert, jedes Instrument ist effektiert. Alle Rap-Hörer hören keine Live-Bands unplugged an. Deswegen, also, es hört sich auch so cool an. Also so für unsere, front, ne? Also ich für unsere Begriffe, nein, Bro, ich hab gerade Spaß gemacht, alles easy. Aber ich meine nur so zu diesem allgemeinen Autotune-Hate-Thema mäßig, weißt du, so nur durch irgendwelche Silicon Valley-Engineers schaffen die das irgendwie Musik zu machen. Das ist halt Cap einfach, weißt du? Ihr hört alle Musik, die effektiert ist. Ihr hört alle Musik, wo Autotune drauf ist. Euer Lieblingsrapper, jeder. Also da ist so viel
Sobald einer singt, ist mindestens ein bisschen drauf Genau, und auch wenn jemand rappt, da ist so viel involviert, weißt du, also Ja, das die ist was, Kompressoren und alles. genau, also ja, wir können das verstehen und uns ist es wirklich komplett egal. Man kann es anhören und sagen, was ist das Katzengejaule-mäßig so, weißt du, uns lässt es wirklich straight up unangetastet so. Und können wir auch alles nachvollziehen, aber man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass man, wenn irgendwo Autotune drauf ist, also ist ja mittlerweile auch einigermaßen etabliert und Zeitgeist und viele Leute, die Autotune benutzen, müssen da immer noch dagegen gefühlt ankämpfen, dass Ja. ihr künstlerisches Talent und ihre Wertigkeit irgendwie in Frage gestellt wird von irgendwelchen Fischen Leuten in in der YouTube. Kommentarsection, die sagen, da ist ja Autotune drauf, ich habe keinen Bock mehr auf den Müll. Ja, ich krieg's ja auch täglich mit, weißt du, wenn bei Instagram dann Leute schreiben so, ah nee, Autotune ist für mich keine Musik. Also, was ist das schon mal für eine Aussage? Ist so, Gitarre ist für mich keine Musik mäßig. Ja, safe, safe. Das ist weird, ja. Dann würde ich als nächstes gerne zu den Videos kommen, weil da habt ihr jetzt auf dem neuen Tape auf jeden Fall auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Ja. So, ich weiß nicht, ob ihr, wahrscheinlich seht ihr es auch so. Safe. Ja, safe, safe, ja. Okay. Also einmal mit Bonnie Strange war natürlich schon mal krass. Und was man da hatte ich auch schon das Gefühl, ihr macht langsam so eine Transition, dass man euch auch eher so körperlich sehen kann. So, da waren nämlich ganz kleine, ihr werdet es wissen, aber Ja. vielleicht haben ein paar Leute, die die Videos gesehen haben, das nicht so gecheckt. Da waren so ganz kleine Distortion-Effekte drin, wo ihr dann, ihr hattet beide so schwarze Klamotten an und Genau. wart ganz kurz halt mit dem richtigen Körper zu sehen, halt auch Gesicht verpixelt, so wie jetzt. Und bei Don mit Xatar ist dann nochmal einen Schritt weiter gegangen. So, das fand ich schon echt, also ich meine, ist natürlich schwer, wenn ihr die ganze Zeit so Comic-Characters wart, dann den Schritt dahin zu gehen, dass man sieht, okay, die Typen, die ich die ganze Zeit auf den Bildern gesehen habe, das sind auch die Typen, die halt wirklich die Musik machen. Also ihr tragt die Klamotten, ihr seht, die Haare sind so und so weiter. Und das finde ich, habt ihr echt nice hinbekommen mit, ich meine, ihr hattet hunderte Outfits gefühlt in dem Don-Video an. Und dann auch, dass das hin und her geswitcht ist zwischen der Comic-Optik und der realen Optik. Wie sehr war das für euch auch eine neue Erfahrung, das Video zu drehen? Weil vorher war es ja wahrscheinlich eher selten so, dass ihr wirklich im Zentrum so vor der Kamera standet. Oder wie war das vorher bei manchen Videos schon der Fall? Wir haben schon auch performt in einigen Videos. Also SUV beispielsweise, um jetzt eins zu nennen, ist eine natürliche Performance von uns. Genauso wie das Red Bull-Konzert. Also wir haben schon auch Performance am Start, aber klar, das war in dem Sinne neuartig, dass wir wussten, dass wir jetzt komplett mit unseren menschlichen Bewegungen, so wie wir sind, zu sehen sind und auch einen Eindruck hinterlassen. Safe. Ja, genau. Und dieses Red Bull-Konzert und auch, was du jetzt gerade meinst mit den schwarzen Outfits, also das sind Motion-Capturing-Anzüge. Also alles, was wir in 3D gemacht haben, haben wir selber performt, weißt du? Also Leute, die uns gar nicht auf dem Schirm haben oder nicht auf dem Schirm haben wollen, gehen ja davon, oder viele gehen vielleicht auch davon aus, die gibt es gar nicht. So, weißt du, so, wir sind hier so mäßig, er sieht so aus, ich sehe so aus. Na, man Der kann euch Bruder ist anfassen, echt, das kann stimmt, ich weißt du? anfassen. Der Bruder ist auch echt. Ich kann es bestätigen, es sind auch schöne Männer übrigens, also Danke, Bro. danke dir, Bro, können wir Falls nur sich da zurückgeben. irgendwer noch gefragt haben sollte. Danke. Genau, und das war unabhängig von der Körperlichkeit vielleicht auch eine Sache, die Leuten und irgendwie ja auch Leuten, die dem kritisch gegenüberstehen oder das als ein Projekt halt sehen, weißt du? Also auch andere Musiker, Rapper und so weiter, die nehmen das nicht ernst, wenn du nicht deine Fresse in die Instagram Live hältst und da irgendein Zeug erzählst, weißt du, was ich meine? Also Real Talk, und das machen wir halt nicht. Wir sind von Natur aus jetzt keine Selbstdarsteller und haben ja diesen Weg auch für uns gewählt, weil wir auch für unseren eigenen Selbstwert und für unser eigenes Ego diesen ganzen Film nicht brauchen. Weißt du, ich kann auch so in Rewe gehen oder sonst am Flughafen sein und wir kommen beide auf jeden Fall gut klar. Weißt du, da muss uns keiner nach dem Foto fragen, mäßig. Für die
für die Außenwelt und für die Szene und so weiter. Spielt es aber eine Rolle? Bist du ein cooler Typ? Bist du wirklich so? Oder bist du vielleicht nur irgendjemand, der in Wahrheit uncool ist oder ein Seitenprojekt von irgendeinem anderen Rapper, der jetzt denkt, ich mache mir so Comicfiguren und mache da irgendwas abgespacedes, damit keiner weiß, dass ich das bin, so, weißt du? Und deswegen war das schon auch, und das hat, wie du sagst, kaum einer gecheckt, dieses Red Bull-Konzert und alles, was im 3D-Bereich war, haben wir selber mit Motion Capturing Anzügen performt. Und wurde dann nachmodelliert, entsprechend unsere Comicfiguren so. Und jetzt, wie gesagt, im Dawn-Video war dann erstmals ersichtlich so, die Typen sehen tatsächlich so aus. So, der eine ist klein, der andere ist groß. Das stimmt so insgesamt komplett, was ja jetzt, seitdem wir googelbar sind, sozusagen seit 2 Jahren oder so, überhaupt noch gar nicht klar war. So. Ja. Aber immer noch nicht auf Wikipedia, so Untergrund auf jeden genau, Fall. Genau, Bro, aber wir können nicht auf Wikipedia sein, weil unsere Fans zu wilde Einträge hinterlassen. Das wollte ich gerade nämlich auch noch fragen, du hast es gerade angeschnitten. Was ist die wildeste Theorie oder eure Lieblingstheorie vielleicht dazu, wer dahinter steckt, was ganze Yankafa-Küchige Fendi mit auf sich hat? So? Kannst du ja nicht sagen, Bro, so eine Lieblingstheorie gibt es nicht, weil es ein Kaffa-Fando ist. So. Und das wird sich auch nicht ändern, deshalb... alles, was in die Richtung geht, ist jetzt für mich persönlich jetzt eher nicht amüsant. So. Okay. Safe. Aber ja, also es gibt, es gab alle möglichen Theorien, die man mal irgendwo so mitbekommen hat. Das war ja jetzt auch nie ein Mainstream-Thema bislang, so, wer sind die Yankafa Küçük Efendi, so. Und klar, ob das andere Rapper sind, Rapper XY, das sind die zwei und dann doch, das ist aber der Rapper und sein Signing oder das ist irgendeine Agentur, die da irgendwas macht, also ganz viele Rapper haben wir Theorien gehört, dass irgendwelche Rapper das seien. Dann gab es auch Theorien, dass unser Management/Label in Wirklichkeit selber sich gesigned hat und selber... das ist vielleicht die Lieblingstheorie. Genau, das ist wahrscheinlich die Lieblingstheorie. So. Ja, das wäre auch wild. Ne? Genau, aber ja, genau. So. Seid ihr denn zufrieden mit dem Feedback, wie das bei Dawn jetzt angenommen wurde? Weil das war ja gerade für die Janos, also eure Fans, wahrscheinlich schon ein besonderer Moment. So, und es hat natürlich auf manche wahrscheinlich den Effekt gehabt, dass sie denken, okay, irgendwann enthüllt ihr vielleicht ganz eure Gesichter. Und ein Fan relativ weit oben auch unter dem Video meinte, das würde die Magie nehmen. Könnt ihr dem die Angst schon nehmen? Safe, also die Angst... kann man dem Bruder nehmen, der das geschrieben hat. Jetzt aber abseits auch von der Magie, also das war ja eine bewusste Entscheidung, dass wir von Anfang an gesagt haben, so, wir wollen uns nicht zeigen. Mhm. Und dieses Konzept, sag ich mal, dass wir uns nicht zeigen wollen, das gab es auch schon vorher. Also es gab es auch schon vor Diamond. So. Wir haben damals auch schon Mucke gemacht, wir haben die auch schon hochgeladen und haben da auch keine Gesichter zu gezeigt. So das erste Diamonds-Video beispielsweise, was dann auch den ersten Hype so erzeugt hat, das war ein Video von Fendi One einfach zusammengeschnitten, genau wegen dieses Prinzips. So. Ich erinnere mich, dass wir sogar damals, erinnere ich wahrscheinlich auch mal kurz ein Video aufgenommen hatten zu einem Song und da hatten wir genau den Film schon damals geschoben, den wir jetzt bei Dawn auch gemacht haben mit den zensierten Gesichtern. Deshalb, insoweit kann man da den Leuten die Angst nehmen, dass wir da selbst kein großes Interesse dran haben, im Vordergrund zu stehen. Genau, safe. Aber genau, das ist eine persönliche und künstlerische Entscheidung von uns auf jeden Fall. Aber wenn man es versucht nachzuvollziehen, natürlich können wir diesen Kommentar sozusagen, den du jetzt gerade erwähnt hast, können wir schon auch trotzdem nachvollziehen. Weißt du, es ist... eine Sache, die eine andere Art von Projektionsfläche bietet, wozu es auch nicht so viele Alternativen gibt, weißt du? Und vor allem in Zeiten, wo sich jeder mit jedem vergleicht, jeder irgendwie der Coolste sein will, jeder sich selbst darstellen muss und mit seiner eigenen Persönlichkeit und seinem eigenen Charakter irgendwie gleichzeitig eine pseudo-öffentliche Person darstellen muss, die für irgendwas steht und die für irgendwas Oberflächliches irgendwie geltend ist. Das haben wir halt für die Leute, die es hören, nicht, weißt du? Darauf kommt es auch für die nicht an, sondern die appreciaten auch, dass wir einfach Musik und ein Gesamtkunstwerk für sie machen, wo sie ihre eigenen Emotionen drauf projizieren können und woran sie Freude haben können und was sie durch den Tag begleitet. So. Und das können wir schon auch nachvollziehen, dass du
dann keine Lust hast, dass dieser Act, der dir sowas bietet, auf einmal einer von allen anderen wird und du dann sagst so, ja, aber ich finde den irgendwie cool, aber ich sehe nicht so, also weißt du, dass du wieder in dieses typische Vergleichen, wir sind raus aus diesem Kosmos, so im wahrsten Sinne des Wortes, weißt du, wir sind gar nicht greifbar, so im herkömmlichen Sinne. Wir hatten gerade schon kurz auch thematisiert, dass es nicht immer so geil ist, vielleicht Kunst zu erklären. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, wenn ihr nicht wollt, müsst ihr es halt natürlich nicht beantworten, aber dass es eine Mixtape-Reihe ist. Also ich meine, bei U-Boot war der Titel einigermaßen klar so, ihr seid noch unter dem Radar und auch irgendwie jenseits von Dingen, was auch irgendwie musikalisch, finde ich, ganz gut passt, weil wenn ich mir versuchen müsste, irgendwie eure Musik in so einem Szenario zu erklären, dann kommt mir auf jeden Fall der Ozean in den Kopf. Ozean, Weltall, irgendwas, wo Dinge halt sehr gut resonieren, falls es das Wort gibt, wo es halt so eine sehr, sehr ausgedehnte Resonanz gibt. Dickicht und Yin und Yang, so, das sind schon drei Mixtape-Titel aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Könnt ihr da irgendwie einen Hint geben, warum die zwei Mixtapes jetzt noch so hießen und warum das eine Trilogie ist? Ja, schwer zu sagen. Also wir wären da eigentlich genau wieder an demselben Punkt, weißt du, an dem wir auch schon eben waren. Das wird schon wieder ins Erklären reingehen, okay, warum wir was machen und so. Und wie gesagt, also wir sitzen nicht da und überlegen uns die krassesten Konzepte aus und denken, boah, genau so muss es sein. A fügt sich B, B fügt sich C und jetzt haben wir das krasseste Ding so. Es passiert intuitiv, es passiert aus Gefühlen heraus und jedes Tape für sich hat auch seine Bedeutung so, und hat auch seinen musikalischen Faden, sag ich mal, und auch seine Intention für uns, was wir damit ausdrücken wollen, welche Emotionen wir damit transportieren wollen. Ich würde auch mal behaupten, dass es bei U-Boot andere sind beispielsweise, wie bei Dickicht oder bei Yin und Yang. Deshalb ist es schwer deshalb für uns, da jetzt vielleicht die Erklärung zu liefern, die der normale Hörer jetzt vielleicht erwartet, dass da jetzt A plus B gerechnet wird. Und dann überlassen wir es, glaube ich, auch den Hörern, ist vielleicht auch besser so. An der Stelle hatte ich überlegt, vielleicht ein bisschen rauszuzoomen, was gute Kunst generell ausmacht. Das hatten wir aber eigentlich gerade schon Aber lass uns gerne nochmal drauf eingehen, wenn du Bock hast. Okay, ich habe nämlich, das ist ein Thema, das ihr mögt, ne? ich habe, okay, dann gehe ich jetzt in diesen Kreis rein, den ich entdeckt habe. Nämlich, ich habe ein Goethe-Zitat gefunden, das ganz gut dazu gepasst hat. Ich, ne, richtig auf Referatsmodus, sag mir so, okay, Kunst, erstmal gucken, was gibt es für Zitate über Kunst. Und Goethe hat gesagt, die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen. Und das, finde ich, eigentlich passt bei euch sehr gut. Und dann kommen wir zu einer Line, nämlich Kafferjan Goethes Sterbebett in Weimar. hat da irgendwas dahinter gesteckt oder ist das Zufall, dass ich mir das jetzt hier so geil zusammenbauen kann? Nee, also Zufall ist eh nie etwas, aber ja, ich kann so weit dazu Stellung nehmen, als dass ich einfach die literarischen Texte von Goethe einfach sehr feier und selbst für mich einfach viel draus ziehen kann und vermutlich auch davon inspiriert bin. So, wenn man beispielsweise Goethes Erlebnisse mit der Natur betrachtet, auf die er immer sehr detailliert eingeht, so, sind sicherlich Sachen, die man auch in unserer Musik finden kann. Kanntest du das Zitat oder ihr? Das spezielle Zitat kannte ich jetzt nicht von Goethe. Also das passt halt auch ganz geil bei euch rein, weil wir hatten wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt mit den Gefühlen. Ne? Du kannst so ein Gefühl schlecht in Worte fassen und die Kunst vermittelt das halt, sowas Unaussprechliches. Das ist schon, fand ich ganz passend eigentlich. Safe. Was macht denn für euch gute Kunst aus, unabhängig davon, ob es jetzt Rap ist oder Musik generell? Ja, das ist eigentlich schon die Frage. Mhm. Ja, guck mal, Bro, wie ich ja vorher schon gesagt hatte, wir machen halt, wie viele auch neue Künstler und so, machen wir halt sehr intuitiv unsere Mucke und natürlich so die alte Garde, sag ich mal, die hatten eher handwerklichen Kunstbegriff, sag ich jetzt mal, weißt du? Also der krasseste Rapper ist der am besten float, der am besten auf dem Takt ist.
der krasseste Sänger ist der mit der souligsten Stimme, weißt du, dem all diesen Charakteristika von guter Kunst sozusagen können wir halt nicht beipflichten, weißt du, sondern wir machen das Ganze intuitiv, auch wenn das nach objektiven Perfektionsmaßstäben sozusagen nicht messbar ist. Nicht messbar ist, genau. Und touchen das dann halt auch nicht mehr, weißt du? Also zum Beispiel der erste Take, in dem man was aufnimmt, wenn man irgendwie was emotional Geleitetes aufnehmen möchte, so, was wir normalerweise immer machen, muss ja nicht immer irgendwas Melancholisches sein oder so. Das ist meistens auch der beste Take, so, weißt du? Dann hast du vielleicht ein Wort nicht geil ausgesprochen, vielleicht nuschelt man zu krass, Stimme war nicht on point, vielleicht hätte man das besser in den Takt packen können, so. Aber das ist dann für uns perfekt und das hat auch nicht nur mit Musik zu tun, sondern allgemein, weißt du? Viele Leute denken, ein perfektes Bild, also der krasseste Maler ist der das perfekteste Bild malen kann, weißt du? Wenn ich denke, das ist ein Foto, dann muss der krasseste sein. Er ist so krass, weißt du? Und der am besten, also um wieder den Übergang zur Musik zu machen, so, weißt du, der am besten singen kann, ist der krasseste Sänger, aber das ist für uns halt Quatsch, weißt du, so. Nicht der den geradesten Strich malen kann, ist der beste Zeichner oder so, ja. Sondern vielleicht der den krakeligsten Strich macht. Wenn in dem Strich einfach was drinsteckt, du siehst den Strich und der macht was mit genau. dir. Genau, oder wenn er eine Komposition draus macht, die am Ende aus vielen ungeraden Strichen besteht, aber das am Ende geil ist, so, weißt du, deswegen ja, das ist vielleicht auch sowas, was bei unserer Musik eben auch so ein bisschen der Blickwinkel sein muss, wenn einem das am Ende auch gefallen soll, so dass man einfach nicht diese handwerkliche Betrachtungsweise auf die Sachen hat, so wie krass rappen die, wie krass können die singen, würde das ohne Autotune funktionieren, würde das funktionieren, wenn die ihr Gesicht zeigen würden die so gut aussehen wie Rapper XY, haben die so viel Geld wie Rapper XY, weißt du, wir scheißen auf all diese Dinge und das ist für uns kein Maßstab für irgendwas und wir sehen Kunst entsprechend gar nicht in so einer handwerklichen Kategorien und Fertigkeiten, so, weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde es auch ehrlich gesagt schwer, jetzt gute Kunst an sich zu definieren. Also, wenn man es an die Spitze treibt, wenn wir es jetzt versuchen, das zu definieren, das würde auch, glaube ich, so im Kopf zumindest das Ende des künstlerischen Schaffens bedeuten. Wenn wir jetzt die perfekte Definition für Kunst hätten und jeder dieser Perfektion nacheifert, dann haben wir diese freie Entfaltung, die Kunst eigentlich ermöglichen soll, die haben wir dann gar nicht mehr so. Ja. Und Kunst ist ja genau deshalb da, also um das Innenleben quasi möglicherweise des Künstlers zu zeigen, die vielleicht auch eine andere Sichtweise auf die Dinge zu ermöglichen. Und im besten Falle, so wie wir es eigentlich auch angehen, eine komplett neue Wirklichkeit einfach zu schaffen für dich, für dich in deinem Kopf. Und das ist das, was, also wenn man sich der Definition von guter Kunst irgendwie annähern möchte, dann sind das Sachen, die zählen. Wenn etwas sich nicht erklären braucht, sondern sich von selbst für den Betrachter oder Zuhörer oder allgemeinen Konsumenten einfach selbst erklärt und er da oder sie Emotionen rausziehen kann, die möglicherweise das Leben nachhaltig einfach beeinflussen und auch ändern. Genau, also Kunst steht ja auch unendlichen Interpretationen offen. Das macht Kunst im Endeffekt ja aus, weißt du, dass du unendlich viele Interpretationsmöglichkeiten und Erfahrungsmöglichkeiten dessen hast, die sich auch nicht unbedingt mit der des Nebenmannes oder der Nebenfrau so gleicht, weißt du. Und das ist auch grundsätzlich unser Verständnis davon. Kunst, und wir feiern natürlich auch nicht alles, weißt du, aber Kunst ist zu machen, worauf du Bock hast. So, das erklären wir jetzt gerade, vielleicht auch ein bisschen zu viel so dafür, was so unser Film ist so. Aber Kunst ist das zu machen, worauf du Bock hast. Deswegen, auch wir haben natürlich Leute, die nehmen uns nicht ernst, Leute, die denken, das wäre ein Joke. So, hatet es so viel ihr wollt, weißt du, aber so das nicht zu respektieren, geht nicht. So, wenn du nicht beschränkt bist, das nicht zu respektieren, geht einfach nicht, weißt du. Du kannst alles geschmacksmäßig nicht mögen. Aber wenn du checkst, dass sich da jemand künstlerisch entfaltet, egal was es ist, und es gibt tausend Sachen, die feiern wir nicht, weißt du, es gibt tausend Fernsehsendungen, die feiere ich nicht oder sonst irgendwas, weißt du, so gar nicht nur mit Musik. Verständlich. Genau, aber wenn man sieht, dass da irgendjemand bei der Sache ist, der nicht nach Kommerz
giert und nach Kommerz handelt, sondern dass sich jemand künstlerisch entfaltet, dann kannst du nicht in die Kommentarsection gehen als vernünftig denkender Mensch und da schreiben, was für ein Müll, vor allem wenn du selber überhaupt nichts machst, so, weißt du? Ja, um darauf nochmal einzugehen, also ich glaube auch, dass gute Kunst beispielsweise auch einen guten Konsumenten braucht. Also du kannst dich nicht dem Kunstwerk quasi nähern und ich mache es im übertragenen Sinne auf unsere Musik. Die Leute hören die hohe Stimme und sind verschreckt und denken, oh, nee, ich drehe jetzt wieder um und das hat mich jetzt komplett beängstigt oder was auch immer so. Aber du kannst die Kunst erst erschließen, wenn du da eintauchst, wenn du diese Barrieren und Schranken im Kopf, wenn du schaffst, die beiseite zu legen und das Fundament quasi von dem, was der Künstler transportiert hat, im Kern erschließen kannst. Und dafür brauchst du auch, finde ich, zumindest einen gewissen Horizont, den man nicht bei jedem so in YouTube-Kommentar-Sections so erwarten kann. Ja. Ich habe mir auch überlegt, da sind wir eigentlich schon an ein paar Punkten, wo man eine Definition mehr oder weniger, also so einen Eindruck davon kriegt, was gute Kunst ist, ohne das jetzt irgendwie zu sehr in irgendwelche Parameter reinpacken zu wollen. Also safe, weil es auch am Ende subjektiv auch ist. Ne? Ja. Also du empfindest es anders als ich. Ich habe mir gedacht, gute Kunst, also es ist natürlich auch nicht allgemeingültig, aber die kreiert entweder eine eigene Welt oder die erschüttert vielleicht die eigene Welt. Also die macht einfach irgendwas und irgendwas mit Welt. Also der Begriff Welt ist da drin sehr wichtig. Safe, aber das muss ja gar kein so ein akademischer Kunstbegriff halt irgendwie sein, muss man auch an der Stelle sagen, weißt du? Das bedeutet nicht, wenn irgendjemand Mucke macht und die gibt niemandem irgendwas, aber das ist einfach geil, das im Cabrio anzuhören. Und in diesem Sommer, als ich 14 war, habe ich die ganze Zeit von diesem Rapper diesen Song gehört und das erste Mal geknutscht oder so. Weißt du, was ich meine? So geil, Bombe, wenn du so eine Mucke machst, weißt du, wo irgendjemand sich das erste Mal verliebt im Freibad oder so, ist doch geil, du hast auch das Leben von der Person begleitet. Heißt nicht, dass das nichts wert ist oder dass wir irgendwie sagen, so, was ist das oder so, weißt du, auf dem Film sind wir auch gar nicht so Mucke, erst recht nicht, weißt du, so, es gibt so viele geile Mucke, so viel auch, weißt du, unsere Mucke ist ja jetzt auch nicht für jeden irgendwie das Seelenheil oder so, weißt du, manche Leute kommen einfach, lassen sich darauf ein, kommen darauf klar, dass sie mal was anderes hören, als das, was sie jeden Tag 23.000 Mal hören und checken, ey krass, da macht jemand was anderes, jeder schreit danach, alles ist gleich geworden, alles hört sich gleich an, jeder Song ist gleich geworden, wenn die dann aber was hören, was tatsächlich mal was anderes ist, so auch international gesehen dann an der Stelle. Dann lernt man sie wiederum. Genau, dann ist so, ja nee, was denn das, kann man sich gar nicht geben, wie kann man sich das anhören, so nach dem Motto, weißt du. Aber nur an der Stelle, wie gesagt, auch nochmal gesagt, so dieser Kunstbegriff hört sich immer halt so krass intellektuell und exklusiv an und so, alles ist Kunst, so wir hören Straßenrap. Safe. Mehr oder weniger exklusiv, das ist für uns die krasseste Kunst, weißt du, man sieht das auch an unseren Features teilweise, die wir uns reinholen, weißt du, das ist für uns so das Nonplusultra an, also mit diesem ganzen so ein bisschen hochgestochenen Gerede, was wir jetzt hier so gerade machen, das ist nicht so das, wonach wir so Musik hören, so, weißt du, es gibt die geilsten Songs, alles Mögliche kann Kunst sein und es muss auch dafür, dass wir jetzt so, wie wir jetzt Kunst gerade so ein bisschen umrissen haben, damit es Kunst ist, muss es nicht irgendwie in diesen Bahnen verlaufen. Dafür haben wir die Definitionsmacht ja alle Male nicht so, du nicht, wir nicht. Und das kann auch der banalste Song sein, den wir unter Umständen auch feiern, wo man sagt, so, ey, wahrscheinlich 30.000 Kids haben gerade den Sommer ihres Lebens zu diesem Song, so, weißt du, der Song ist vielleicht zwar einfach, hat irgendein Typ den geschrieben, irgendein Major hat da irgendjemanden hingestellt, der so aussieht, als könnte der bei Instagram funktionieren, so wie das halt einfach heutzutage der Fall ist, so no cap, und dann funktioniert das und da ist überhaupt keine Substanz dahinter, kann man, aber die können sich trotzdem freuen, dass sie den Erfolg haben und dass Leute auf der Straße sagen, lass uns bitte ein Foto machen und die Kids haben oder whoever so, hat ganz viel Spaß an der Sache und dann ist es am Ende trotzdem auch Kunst, begleitet einen Lebensabschnitt von jemandem so, weißt du, das ist nicht gleichzusetzen mit, ja, das ist dann irgendwie wack oder hat keine Daseinsberechtigung oder so, alles, was irgendjemand gefällt, hat der Daseinsberechtigung. Jetzt waren wir auch gerade schon bei den Features. Ihr hattet auf den letzten Tapes noch gar keine Features, war das bewusst, um schon mal ein bisschen, um erstmal eure Leute aufzubauen oder hat es einfach nicht gepasst oder war das mehr oder weniger planmäßig?
Also wie genau jetzt? Also ob die Features jetzt geplant waren? Ja, also dass ihr jetzt Features drauf habt, das warum ist, wir sie vorher nicht hatten quasi. Genau. War das so eine Grundidee oder hat sich einfach während der Sache noch nicht ergeben? Ja, es waren, denke ich, so verschiedene Motivationen, die dazu geführt haben. Also ein großer Grund ist, dass wir einfach seit Tag 1 einfach das selbst machen wollen. Also wir wollen nicht mit irgendwelchen Features um die Ecke kommen. Wir hatten damals schon mit ein paar tausend Followern und den ersten Diamonds-Hit, hätten wir auch schon krasse Feature machen können. So, da haben wir schon Anfragen bekommen und alles. Aber es war eine bewusste Entscheidung, es nicht zu tun, um einfach den eigenen Film festigen zu können und auch den Menschen vermitteln zu können, wofür wir stehen. Und wir einfach der Meinung waren zu dem Zeitpunkt, dass da eine zu krasse Vermischung stattfinden kann. Auch für uns. Und jetzt beim dritten Tape haben wir uns da ready für gefühlt. So die letzten beiden Tapes haben einen Eindruck hinterlassen, sage ich mal, so in der Musikszene, zumindest in der deutschen Musikszene, genau. Und deshalb wollten wir uns die Freiheit einfach rausnehmen, jetzt auch beim dritten Tape einfach ein bisschen zu experimentieren und auch Menschen einfach, das muss man auch ganz ehrlich so sagen, so jeder Einzelne, der da drauf ist, so ist menschlich einfach korrekt zu uns gewesen und da war einfach eine stabile Basis da so. Und das spricht für uns auch erstmal nichts dagegen, zusammen Musik zu machen, solange die Menschen den notwendigen Respekt dir als Mensch und auch deine Kunst im Endeffekt entgegenbringen. Ja, Mann. Ja, und bei uns hat wahrscheinlich schon auch so ein gewisser Sinneswandel schon trotzdem stattgefunden, weißt du? Wir können natürlich mit vielen Sachen auch nicht so viel anfangen, genauso viele Leute, wie die mit unseren Sachen nichts anfangen können, so. Mhm. Können wir auch mit ganz vielen Sachen nichts anfangen, blöd gesagt, weißt du, und dementsprechend ist ja auch für viele Künstler heutzutage so ein bisschen der Trend, die Exklusivität und den eigenen Marktwert sozusagen hochzuhalten, indem man sich Kollaborationen versagt, so, weißt du, und das Musik geht aber schon auch darum und so haben wir unsere Feature eigentlich auch ausgewählt. Wie gesagt, das Persönliche spielt für uns eine sehr große Rolle, sodass einfach korrekte Leute sind, weißt du? So, da kann der Größte kommen, wenn der ein Fisch ist, dann sind wir die Letzten, die, weißt du? Genau, und vor allem in der Musikkollaboration ist eigentlich ein sehr großes Element, was das ganze Ding halt interessant macht, so, weißt du? Und auch dadurch, dass wir so speziell und einzigartig sind und ist es auch für uns auch eine Ehre, wenn Leute mit uns zusammenarbeiten wollen, auch vor allem, wenn die aus einer ganz anderen Hörerschaft herauskommen. So. Die müssen sich ja auch darauf einlassen, dann in eurer Welt irgendwie stattzufinden. Genau, die müssen sich da auch darauf einlassen und deswegen speziell mit uns eigentlich, auch wenn viele unserer Hörer das eigentlich exklusiv gehalten hätten gerne, so, dass wir am besten nur alleine machen. So. Gab es das Feedback, dass die Leute meinten, ey, wieso macht ihr jetzt Features? Ja, fast viel. Nur, ehrlich gesagt. Also von der Bass so. Okay, krass. Die will uns schon exklusiv hören. So. Ja. Das finde ich aber wild, weil ich meine, man war es natürlich vorher jetzt nicht so krass gewohnt. Ihr hattet vorher mit Asimemo schon mal zusammengearbeitet und mit Capo. Genau. Und ich glaube mir noch irgendwie, mich kriegst jetzt. Mit Kringo und Ezel hatten wir Summer of My Life, auch eine nice Nummer. Genau. Aber ich finde, dass auf dem Album eigentlich fast alle geil abgeliefert haben. Ich fand vor allem, ich höre jetzt nicht persönlich so viel Noah, aber ich finde, der hat euren Style einfach super krass adaptiert. Safe, also, hat einen krassen Part abgeliefert, so der Song ist super geworden. Was mich persönlich auch sehr überrascht und auch oder uns auch geehrt hat, war auch Safe der G, Rata, wie er performt hat, so auf Dawn und vor allem auch, wie er einfach auch in unsere Welt mit so eingetaucht ist mit seiner Stimme. Das zeigt auch im Endeffekt von einer gewissen künstlerischen Reife, die er besitzt. Aber Rata ist eh gerade wild, was er alles noch macht. Also safe, das safe, macht sehr Bock, dazu zu schauen. Safe. Ja, safe. Ansonsten habe ich mir noch gedacht, auch, ich bin über Bungalow auf Bali da drauf gekommen. Crow wäre, glaube ich, auch echt eine geile Combo. Crow und Young Kafakürcük Efendi. Brauche jetzt auch gar nichts zu sagen, ich wollte es einfach nur mal hier in den Raum geworfen haben. Ja, bei dem Titel hätte es auf jeden Fall gut gepasst. Safe, safe, ja, wir feiern Crow auf jeden Fall. Safe. Ja, der hat, glaube ich, auch so, der fickt sich auch richtig in den Kopf mit, aber was heißt Kopfficken? Das trifft es natürlich voll nicht mit dem, was wir gerade gesagt haben, so dass es intuitiv ist. Aber ich glaube, der taucht auch richtig tief in das ein, was er macht und packt da auch unterschiedlichste Gefühle rein. Okay. So auf den letzten Sachen waren ja auch, weißt du, er bringt 5 Songs raus, die sind 5-mal komplett unterschiedlich.
Deshalb glaube ich, das könnte schon eine sehr geile Energie werden, aber das safe, wird dann die Zukunft zeigen. Safe, safe, aber ich glaube da auch dran. Ja, Mann. So, mit Don habt ihr jetzt auch diesen Schritt gemacht, den wir eben thematisiert haben. Wie wollt ihr das jetzt weitermachen? Werdet ihr in Zukunft häufiger auch mit eurem Körper so zu sehen sein? Oder nur weil ihr wieder vorwiegend als Characters oder gar noch gar keine Gedanken dazu, einfach nach Lust und Laune? Ja, Bro, wir machen uns schon grundsätzlich Gedanken darüber, was wir für uns nice fänden, so in der Abfolge von dem, was wir machen. Und außerhalb von Liebhabern interessiert es am Ende auch niemanden, weißt du? In der heutigen Zeit kann man das so auseinanderpflücken, was haben die da jetzt gemacht, weißt du? Dir ist aufgefallen, dass wir da tatsächlich in dem Sumatra-Video auf dem Auto draufstehen und man da sieht so, okay, das wurde nicht nachträglich da irgendwie reingemacht, sondern die waren tatsächlich da. Im Endeffekt interessiert es aber für die breitere Masse an Leuten, die das hören und konsumieren, wenige oder dass die so detailliert da hinschauen, weißt du, deswegen, wir machen uns da, also es ist sozusagen auch gar nicht so der Move, selbst wenn man es wollte, da so krass auf den Hörer oder den Rezipienten halt zu schauen und zu gucken, so womit könnten wir den jetzt überraschen und womit könnten wir wieder unsere Einzigartigkeit und unsere Durchdachtheit irgendwie unter Beweis stellen, weißt du, sondern wir haben jetzt eine weitere Facette erschlossen von einer Darstellungsform. Unsererseits wäre das Don-Video richtig von vorne bis hinten angeschaut hat, merkt, dass wir einen Ausflug, wie jetzt gerade auch, in das Hier und Jetzt machen, aus einem Gemälde heraus und am Ende auch da hinein wieder zurückkehren. Okay, so krass. Also ich habe es echt häufig gesehen, aber den Punkt hatte ich so noch nicht bemerkt. Ja? Genau, genau. Da hast du zu früh abgeschaltet, Bro. Aber wir verzeihen dir. Danke, genau, wir kommen da am Anfang raus und gehen am Ende wieder rein. Okay, gut. Das heißt, die Story ist auch was dieses, also es ist jetzt in der, wenn man es so als Geschichtserzählung sozusagen sehen will, ist schon auch zu Ende gedacht, wenn man darauf gucken möchte und für denjenigen, der darauf gucken möchte, macht das alles einen Sinn, in welchem Kontext und für welche musikalische Kollaboration wir jetzt einmal aus einem Gemälde rausgesteppt sind und am Ende wieder darin verschwunden sind. So. Und genau, die grundsätzlichen Überlegungen dazu, du hast ja vorher schon angesprochen, wir haben jetzt 3 Mixtapes gemacht, so als nächstes käme ein Album und was dann unser Debütalbum wäre und das sehen wir auch nochmal so ein bisschen in einem anderen Licht halt als Mixtapes und was wir zu dem Zeitpunkt dann machen werden, so mit allen anderen potenziellen Zukunftsplänen, die wir so haben, darüber machen wir uns natürlich Gedanken, aber die genau sind jetzt noch nicht spruchreif. Schon irgendeine Idee, ich meine, es ist natürlich sehr früh, gerade ist das Mixtape erst draußen, aber laufen die Arbeiten am Album schon, könnt ihr schon irgendwas zu sagen, ob das in den nächsten 1,5 Jahren erscheinen wird oder so? Oder kann man nicht so sagen. Es ist am Ende ein Prozess, weißt du, wie vieles so von uns. Das läuft nicht terminiert oder so, dass sich Kaffer Fendo jetzt treffen und ein Album machen, die Plays machen Mucke und wenn sie dann der Meinung sind, so, dass jetzt das Album kommen muss und die Musik auch das bietet, was wir uns von einem Album quasi vorstellen, dann werden wir es ankündigen und auch droppen. Safe. Also unsere 5 Ghostwriter sind schon engagiert. die arbeiten schon. Wir warten, bis die schicken mit Ghostspur und so, dann machen wir dann. Korrekt, ja. Ja, nach Dickicht waren die auf jeden Fall schnell jetzt bis zu Yin und Yang, das war jetzt nicht so lange. Ja, wir haben das Team erweitert, es waren doppelt so viele. ja, safe. Budgets sind hochgegangen, wir konnten mehr Ghostwriter engagieren, weißt du. Diese Fibonacci-Sache. Genau, genau. Ich würde gerne nochmal jetzt zurück an den Anfang gehen. Ihr habt bei Jan Wehn im Interview gesagt, dass ihr seit ungefähr 2015, glaube ich, mit der Kopfstimme so rappt, singt, ja. Musik ja. macht. Ja. Bis dann Diamonds rausgekommen ist, sind 2 Jahre vergangen oder ungefähr 2 Jahre werden es gewesen sein. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Habt ihr ja schon viel an eurem Sound geschraubt? Wolltet ihr Sachen eigentlich erst gar nicht rausbringen? Wie lief die Zeit zwischen dem allerersten Mal miteinander Musik machen und dem allerersten Mal Musik miteinander rausbringen. Ja, ich muss sagen, das waren anfangs ganz andere Ambitionen. Also da, wo wir jetzt drinstecken, sag ich mal, das haben wir uns damals jetzt nicht ausgemalt oder
auch in Angriff genommen oder so. Wir waren einfach zwei Pros, die Bock hatten, zusammen Musik zu machen so, und wir haben die Mucke zusammen gemacht. Und auch Diamonds, also wir haben ja den Re-Release, hatten wir 2017, aber der Song an sich, der ist viel älter. Also ich meine, wir haben den 2015 irgendwann aufgenommen. 2016 hatte Fendi das besagte Video geschnitten und ins Internet gestellt, aber es hat keine Reichweite gehabt, weißt du? Ja. So, wir haben das jetzt nicht irgendwie promoted oder so, es war eine Sache für uns. Genau. Da bin ich auch noch mal ganz weit zurückgegangen. 2017 kam das erste Mal raus, 2018 war das Re-Release, wo Ayo, glaube ich, schon mit an Bord war. Genau. Ayo war ziemlich schnell danach sogar schon am Start. Also so, wir haben den Song gemacht, wir haben den hochgeladen, dann kam er da bei Jam FM im Radio, hat ein bisschen Hype ausgelöst. Und die Pros, Gian und Sohail, haben sich, glaube ich, sogar direkt am nächsten Tag schon gemeldet. Also die haben da auch schon früh gemerkt, dass da was ist so, was wir auch schon, muss ich ganz ehrlich sagen, auch schon seit so Tag 1 eigentlich auch gespürt haben. So, ja, wir waren schon immer der Überzeugung, dass wir da was sehr Nices machen. Wir haben halt noch nicht gecheckt, so ob es andere auch checken. Safe, eben, und da nochmal kurz einzuhaken, wenn wir schon mal da sind, mäßig. Wir haben nie Musik gemacht, um das an die Öffentlichkeit zu tragen. Mhm. Und wir haben auch nie damit gerechnet, dass es irgendjemand geben wird, der damit was anfangen kann. So. Also wir haben wirklich nur für uns Musik gemacht und eben ja aus kommerziellen Motivationen heraus nicht, weil irgendwie gerade Musik lukrativ ist oder so, haben einfach unser Ding gemacht, haben nebenbei Mucke gemacht und niemals damit gerechnet, dass wir das in Angriff nehmen wollen, einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren oder dass das irgendwie Erfolgsaussichten hätte, so, weißt du? Ja. Und haben wirklich über sehr lange Zeit, auch wirklich nur exklusiv, hat mein Bruder mich gefeiert und ich habe ihn gefeiert, so. Weißt du, also in reiner Form, Real Talk. Und dann genau, kam irgendwann Tobi Lee von Jam FM und hat auch gefeiert. Safe, und da also, muss ich auch ehrlich sagen, das war das erste Feedback, so, weißt du? Das war echt das erste Feedback, so was von außen kam. Und jetzt mal abgesehen jetzt auch von der Show, so Tobi Lee hatte damals eine Mail geschickt, erinnere ich mich noch, als er den Song gehört hat. Mhm. Und das war so der erste Moment auch, wo wir dann so gecheckt haben, so ein bisschen, okay. So Leute es gibt zumindest Leute, die dieselben Emotionen haben wie wir, wenn sie das hören. Bis zu dem Punkt haben wir so, waren wir eher hoffnungslos, glaube ich, so. Wir haben jetzt nicht gedacht, dass es Menschen da draußen gibt, die den Sound so krass feiern werden wie wir. Umso überraschter waren wir. Genau, aber zufrieden hoffnungslos eigentlich ja trotzdem. Bitte? Zufrieden hoffnungslos, ja, safe, eigentlich safe, trotzdem. Safe. Ja, safe. Nicht zufrieden. Enttäuscht. Nee, ja. Nee. Auf jeden Fall Shoutout an Tobi an der Stelle. Also, ja, Mann. Der hat das Ding zu Recht, in seine Show gepackt, zusammen mit Billa Joe und Lelano damals, auch genau, beide nice Künstler. Und safe, der safe. Der Song, ich habe ihn auch nochmal angeschrieben, jetzt als Vorbereitung auf das Interview, und der hat es halt wirklich einfach komplett gefeiert. Und wenn das ganz genau hinhaut, so 280 Klicks, also ich weiß, Zahlen messen halt nicht, wie gut Kunst ist, aber das Ding hatte vorher 280 Klicks und die waren von uns, Real Talk, die waren von uns beiden. Das haben wir selber safe. So, wir haben Diamonds gemacht, der lag rum und so. Ich habe zu Fanny gesagt, Pro, bitte mach da irgendein cooles Video zu, so damit wir uns das auf YouTube immer mal wieder anschauen können. Und so war das. Der Bruder hat ein geiles Video so gezaubert aus diesen geschnittenen Elementen, die auch einfach auch eine Darstellungsmöglichkeit von uns sind, mit der wir auch weiter arbeiten und auch mit begonnen haben, so im Endeffekt. Und die Pros haben gemeinsam so, wenn sie mal nicht gerade im Aufnahmeprogramm den Song gehört haben, haben sie den auf YouTube gehört. Und so kamen die 280. Ja, nice. Und wann kamen dann die Comic-Characters ins Game? Die Introduzione auf Italienisch auf Instagram habt ihr im August 2018 gemacht. Das dürfte ja dann schon mit AO zusammen passiert sein. Safe, genau. Ja, Mann, Bro, das war dann erstmal die Frage, was wir wollen uns nicht zeigen und stehen jetzt vor der Frage und der Möglichkeit, Musik zu veröffentlichen, die unter Umständen mehr Leute hören als nur wir selber 280 Mal so. Mhm. Und dann haben wir uns zusammen, genau, mit Gian Jan ist Creative Director, übrigens auch vom Dawn-Video so, sehr krasser Typ, Gruß an der Stelle. Grüße. Haben wir uns zusammengesetzt und uns überlegt, was könnte man wie machen,
so, dass wir das alles alle feiern und was gibt uns genug Ausdrucksmöglichkeiten und kann am besten auch Hand in Hand gehen mit der Musik, die wir gerne machen wollen, weißt du? Also wo kann man das, wie kann man das Pendant zur Musik in visueller Form quasi herstellen, weißt du? Wir hätten jetzt ja auch Bärenkostüme oder sonst irgendwas anziehen können und sagen können so, okay, krass, man sieht euch jetzt auch nicht, weißt du, dann genau, und in dem, vor dem Hintergrund haben wir uns halt überlegt, okay, was kann man wie machen und wie gesagt, so hat sich das jetzt ja auch entwickelt, dass wir jetzt auch mit dem zensierten Gesicht wie jetzt gerade im Endeffekt so aussehen, wie wir schon vor 2 Jahren in der Paralleldimension, in der wir auch stattfinden, ja, stattgefunden haben, was aber weder irgendjemand voraussehen konnte, dass es 2 Jahre später diesen Punkt gibt, wo sich auf einmal herausstellt, so, ah, okay, das sind nicht in Wirklichkeit 4 Frauen, die mit Kopfstimme singen, sondern das sind wirklich diese Typen, die sehen so aus. Und wenn du, wie im Dawn-Video, Überblendungen machst, die von Illustrationen reingehen in die Realwelt, dass es tatsächlich so ist, weißt du? Also was für so einen 2-jährigen Prozess eigentlich auch eine krasse Sache ist, so, weißt du? Das könnte man auch mit Single 1, Single 2 machen, im irgendwie 7-Song Major-Vertrag so, um mal kurz abzuarbeiten, ob das irgendwie ein geiler Effekt auf ja, diversen Klatsch Hip-Hop-Seiten sein könnte, so, weißt danke, du? Danke. Okay, ich sag nichts mehr, wir wissen, ihr alles seid gut, nicht gemeint, Bro. Ihr seid rausgenommen. Ihr seid rausgenommen. Ja, Mann, genau, und dementsprechend war das so die beste Form, die wir da so finden konnten, eben in Zusammenarbeit mit den Bros. Von wem kam dann das ursprüngliche Design? War da Gian dann auch maßgeblich beteiligt oder einer von den 3 Leuten, die wir auch am Anfang schon genannt hatten, also Scooby, 4K, mhm, Yuppie Jupsen und Sickboy Jonah. Sickboy Jonah, genau. Genau. Es gab ganz verschiedene Entwürfe. Genau, ja. Ja, können so ein bisschen kurz in die Materie eintauchen, so ist ja ein bisschen andere Welt so. Aber genau dieser Effekt, den wir jetzt halt quasi haben, klar, stilistisch und so, ist eine Frage, wie möchte man das Ganze darstellen von der Farbgebung oder von den Konturen oder sonst irgendwas, weißt du, viel mehr Spielraum bleibt dir da auch nicht, unabhängig davon, dass die Illustratoren untereinander halt andere Styles halt haben oder so, ja, weißt du, du kannst entweder Karikaturen machen, wo wir beide auf einmal so einen riesen Kopf haben, dann matcht es aber am Ende alles nicht mehr so, weißt du, oder, also so Hey Arnold mäßig, oder am Ende hast du das so, wie wir tatsächlich aussehen, was ja 2 Jahre lang auch niemand wusste, ob wir tatsächlich so aussehen, so, deswegen der Spielraum war da gar nicht so hoch, aber Sickboy Jonah ist im Nachhinein dazugekommen und Scooby 4K und Yuppie Jupsen, Yuppie Jupsen hat das Diamonds Video damals gemacht. Und Scooby 4K hat eigentlich alle anderen auch sehr krassen Videos, auch sehr detailverliebte Videos, also für Leute, die Bock haben, sich das reinzuziehen, sollten das vielleicht nochmal mit einem anderen Auge, um den Leuten auch wirklich die Ehre zu erweisen, denen ihr wirklich gebührt für die Kunst, die ihrerseits in Zusammenarbeit mit uns, aber die auch wirklich aus eigenem Antrieb und aus eigener Selbstverwirklichung so in ihrer eigenen Kunst auch für uns und zu unserem Wohle so machen, auf jeden Fall auch nochmal anschauen, genau. Yuppie Jupsen hat das eine gemacht und war auch bei Dawn involviert, aber alles andere dafür zeichnet der Scooby 4K im wahrsten Sinne des Wortes verantwortlich. Ja, safe. Noah, Jona war noch bei dem Song mit Noah am Start, bei Aphrodite. Genau, Jona ist auch immer wieder am Start, aber genau dieses Ursprungsduo war Scooby, genau, 4K, genau, und Yuppie Jupsen. Ja, Shoutout auf jeden Fall an die Jungs. Yes. Safe. Weil auch relativ häufig bei euch in den Texten darum geht, wie ihr um die Welt jettet und Kokosnuss auf Hawaii gönnt und so weiter. Was sind so vielleicht die Top 3 Urlaubsorte oder so typische oder einfach generell Urlaubstypen, die Jan Kaffer und Küche gefällt, die sich so gönnen? Ja, schwere Frage. Es gibt einfach zu viele bezaubernde und schöne Orte auf der Welt. Und ich pflege es ehrlich gesagt auch nicht so oft an einem Ort zu sein. Also. Safe. Aber
Wenn wir jetzt hier schon mal unsere Dimension verlassen, sage ich mal, allgemein zu der Thematik, auf die du ja so ein bisschen abzielst, so was in unserer Musik thematisiert wird, hatten wir ja vorher schon. Für uns, und das geht auch wieder so ein bisschen auf den Kunstbegriff zurück, weißt du, für uns beide ist die hohe Kunst liegt sozusagen darin, mit Worten sozusagen unterstützt von Gefühlen, Worte zu finden, die eine maximale Projektionsfläche schaffen für Leute, um ihren eigenen Alltag, ihre eigenen Probleme, ihre eigene Motivation darauf projizieren zu können, weißt du? Du kannst jetzt einen Herzschmerz-Song machen über eine Sarah oder keine Ahnung, und es wird ganz viele Typen geben, die sagen so, fuck, genau, Sarah heißt auch meine Ex-Freundin. Und ja, ich oder ich kenne so eine Frau. Oder ich kenne so eine Frau wie Sarah, so, weißt du? Oder du kannst einen Song machen, und so konsumieren wir beide, glaube ich, auch Musik, und darin, wie gesagt, liegt für uns die hohe Kunst, eine Projektionsfläche zu schaffen, die abstrakt von dem, was dich tatsächlich im Leben beschäftigt, die Möglichkeit gibt, da deine Emotionen raus und rein zu, rauszuziehen und auch reinzustecken und drauf zu projizieren, weißt du, und auch was dieses Materialistische in unserer Musik sozusagen angeht, was ja so ein bisschen auch mit dem Lifestyle, den du gerade abfragst, zusammenhängt. Weißt du, Rap-Musik, unserer Meinung nach, ist ein gesellschaftliches Phänomen und auch historisch gesehen, wo Materialismus aus einer immer mehr eine Rolle gespielt hat, weil es auch vor allem jetzt gerade in unserer Welt eine Sache ist, wenn du mit deinem Selbstwert zu kämpfen hast, wenn du dich mit anderen Leuten vergleichst, wo du dir eine Motivation rausziehen kannst, weil es kapitalistisch und gesellschaftlich so krass formt, dass dein Ansporn ist, wenn ich frustriert bin in der Schule, ich will hier in Maybach vorfahren. Und ich will, dass all die Penner, die mich nicht mehr im Arsch angeschaut haben und all die Girls, die keinen Bock auf mich hatten, dass die sehen, fuck, der fährt, also dieses typische Leute beeindrucken, die du eigentlich gar nicht magst, Phänomen, weißt du? Und das ist sehr krass verkörpert im Kapitalismus und in unserer Gesellschaft, weißt du? Und deswegen haben diese Themen, Schmuck, Autos, Reisen, so eine krasse Relevanz in der Musik, weil auch für Leute, die das vielleicht gar nicht für ihr Lebensglück als das absolute Ziel ansehen, ist das für den Selbstwert und für Ego, wo jeder heutzutage vor allem so krass getrieben ist, nur von Ego, und jeder Rapper ist nur getrieben von Ego, weißt du, sonst wird er nicht jeden Tag sein Gesicht in die Kamera halten und wenn es bei ihm nicht mehr läuft, sich schämen, auf die Straße zu gehen, weißt du, weil das Ego ist einfach das Nummer eins Ding, bedeutet, diese Thematiken, dass du auch in schweren Zeiten für sozusagen die Intellektuellen, die denken, oh, die sollen mal tiefe Texte machen, über was rappen die da. Das ist alles Cap. Die Leute verstehen gar nicht, was da abgeht. Weißt du, warum ist Materialismus in der heutigen Zeit im Kapitalismus? Warum ist es im Rap und auch in einem aus der Subkultur kommenden Genre, wo man eigentlich viel mehr von Empathie und Zusammenhalt und so reden sollte, warum ist da dieser Turbokapitalismus, warum ist der da so krass verankert, weißt du? Das ist genau dieser Punkt, dass die Leute durch ihre Prägung gesellschaftlich assoziieren mit, ich kann mich frei machen, ich kann mich egomäßig und selbstwertmäßig rächen an der Gesellschaft, rächen an den Leuten, die nicht an mich geglaubt haben, ist dieses Materialismus-Ding. Weißt du, jeder Rapper, der Rapper XY kauft sich eine Paddock und sagt dann, ja, aber eigentlich ist mir das gar nicht wichtig, eine Paddock zu haben. So, weißt ja, du, aber eigentlich auch schon. Irgendwie. Aber eigentlich auch schon, weißt du, diese Widersprüche, und wir alle leben einen ständigen Widerspruch, weißt du, und wer von sich behauptet, er lebt in keinem Widerspruch, so, der ist auch einfach straight up am Cappen. Deswegen, nur um worum geht es in euren Texten und wo fliegt ihr gerne hin, so, man muss sich um uns auf jeden Fall keine Sorgen machen, weil wir sind nicht auf den Kopf gefallen, weißt du? Ja. So, ob das jetzt 1000 Streams sind oder 1 Million Streams, so, wir kommen schon auf jeden Fall klar, weißt du? Und unser Privatleben ist geschützt mit Grund, und darum muss man sich auch keine Sorgen machen. Deswegen haben wir zum Glück auch die Freiheit, dass wir keinen Vertrag unterschreiben müssen und 3 Shots haben, irgendeinen Hit zu landen. Ja. Der irgendwie performt, sonst sehen wir unser eigenes Ego am Boden und können uns nicht mehr irgendwie in unserem Freundeskreis blicken lassen, weil jeder mit dem Finger auf uns zeigt, oder Mädels uns dann nicht mehr gut finden, weil wir auf einmal keinen Clout mehr haben, weißt du? Mhm. Wir leben wirklich in einer anderen Welt, so. Und die Thematiken so abzutun auch bei uns, weißt du, kriegen wir auch mit, dass Leute das irgendwie nicht für voll nehmen, die sich gar keine Gedanken machen, die gar nicht checken, was überhaupt
Hip-Hop-Rap-Kultur, wo die sich hinentwickelt hat, wo die herkommt, wo die sich hinentwickelt hat und warum gewisse Thematiken so eine Rolle spielen. So eine Rolle spielen und auch vor allem für die Hörerschaft eine Rolle spielen. Nicht nur für die Leute, die sich dann selbst verwirklichen wollen und die Anerkennung wollen. So, guck mal, welches Auto ich jetzt fahren kann, guck mal, welche Uhr ich jetzt fahren kann, was nochmal ein ganz eigenes Thema ist, sondern auch, warum das der große Wunsch ist und die große Vorbildsfunktion einnimmt für die Hörerschaft. Weißt du, wo das überhaupt herkommt, was für Zusammenhänge das hat, wie das geprägt ist und so. Die Leute machen sich da keine Gedanken darum, aber dann sollen die auch einfach nicht rumcappen, weißt du? Okay, da sind wir ein bisschen... Das ist ausgeschweift jetzt. Also eine, ja, Top 3, eine Top 3 der besten Urlaubsziele kriegen wir jetzt nicht zusammen wahrscheinlich. Ja. Safe, die gibt es glaube ich auch wahrscheinlich gar nicht. Okay, genau. Die Top 3. Ja gut, ansonsten bleibt noch hier so ein klassischer Abschluss zu machen, nämlich was kann man in Zukunft noch von euch erwarten? Album hatten wir jetzt gerade schon angesprochen, was für mich halt noch auf der Hand liegen würde und wahrscheinlich für euch auch ist irgendwie so Fashion-Dinge. Ist da schon was in Planung? Könnt ihr irgendwas sagen oder wollen wir das auch eher im Dunkeln lassen? Ja, warten wir mal ab. Also lassen wir das mal so ein bisschen im Dunkeln. Was wir fashionmäßig halt zumindest sagen können, ist, dass wir mit unseren Pros von UMTC immer so für uns am Machen sind, was jetzt so Merch anbelangt. Und Fashion im Allgemeinen. Willst du was dazu sagen? Nee, eigentlich nicht, Bro. Eigentlich nicht. Genau, wir machen da einfach und wir werden auch machen. Und auch da ist es aber trotzdem so, dass wahrscheinlich einen anderen Weg gehen wird als das, was offensichtlich wäre. Nicht nur das, was offensichtlich wäre, sondern auch das, was offensichtlich erfolgreich wäre. Weißt du, also auch dieser Bereich wurde so mitgezogen mit der Entwicklung, die die Musik und die Musikindustrie allgemein gemacht hat, dieses ganze Fashion ist ja komplett drin, so ist ja auch vollkommen in Ordnung, ist komplett plakativ geworden, was uns ja auch vorgeworfen wird. Wie gesagt, da will ich nicht nochmal drauf eingehen, was unsere... Hast du gerade ausführlich erklärt, ja. Genau, aber ich muss mich immer ein bisschen zügeln, weißt du, wenn ich schon mal da bin. Ja, ich dachte auch nicht, dass wir hier bei so einer Kapitalismuskritik am Ende ankommen oder zumindest so einem Blick auf kapitalistische Strukturen, aber nice, ja. Genau, und also wir werden da irgendwas machen, ob das jetzt, wir sind am Plan, aber ob das jetzt der große neue Fashion-Brand wird, wo... Janka Fakujige Fan, die auf der Brust steht. Genau, oder irgendwas, aber wollen wir in das Thema gar nicht eingehen, da ist auch genug Cap gerade unterwegs auf jeden Fall. Ja Mann, ansonsten, von meiner Seite wär's das. Vielen hat Dank, mich gefreut. Ich glaube, es ist ein entspannter Talk gewesen. Hat Spaß gemacht, vielen Dank. Sehr nice. Und ja, macht's gut, vielen Dank und wir sehen uns vielleicht irgendwann im nächsten Mal. Yes, safe. Danke.